Die ersten großen Szenen von The Sims 5 wurden im letzten großen Entwicklerstream gezeigt, die schon mal einige kleine Details und größere Hauptfeatures zum nächsten Sims-Spiel verraten haben. In diesem Video möchte ich ein wenig ins Detail gehen und das Material ganz genau unter die Lupe nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, dass die ersten Bilder von The Sims 5, die wir im letzten Entwickler-Livestream gesehen haben, doch schon tatsächlich sehr überzeugt haben. Ich kann da nochmal kurz zusammenfassen, die Entwickler haben unter anderem ein Baby-Update sowie zwei Erweiterungen fürs nächste Jahr vorgestellt und tatsächlich auch The Sims 5. Die ersten Szenen aus dem Baumodus habe ich mir jetzt tatsächlich öfters im Detail angeguckt und ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen mit euch drüber quatschen. Die Entwickler haben The Sims 5 unter dem Codenamen Project René tatsächlich veröffentlicht, wie man das hier schon sehen kann. Also ganz kurz nochmal als Vorab-Info, The Sims 5 ist noch sehr, 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 sehr früh in Entwicklung und wie man schon sieht, es sieht hier alles ein bisschen unfertig aus. Das sind die ersten Bilder, die uns gezeigt wurden. Also ganz ehrlich, ich glaube, das, was mir wirklich zuerst aufgefallen ist, tatsächlich wirkt The Sims 5 von der Grafik, vom Stil, von der ganzen Richtung so ein bisschen wie eine Mischung aus The Sims 4 und The Sims 3. The Sims 3 wollte immer so ein bisschen realistisch sein, hat es meiner Meinung nach vom Stil nie so ganz hinbekommen. Und The Sims 4 ist hier eher so comic-mäßig. Und ich finde, beide Spiele wirken hier irgendwie so vereint, sage ich mal. Es gefällt mir tatsächlich sehr gut, die Grafik. Doch macht für mich auf den ersten Einblick tatsächlich einen ganz guten Eindruck. Und wie gesagt, das ist ja alles noch nicht fertig. Höchstwahrscheinlich wird die gegen Ende nochmal viel besser, als wir es hier sehen. In diesem Stream wurde tatsächlich auch nur der Baumodus erstmal vorgestellt. Wir haben keine Szenen aus dem Live-Modus oder dem Erstelle einen Sim-Modus erhalten. Und ich würde sagen, wir können ja mal die Benutzeroberfläche hier ein bisschen analysieren. Die sieht natürlich noch wirklich sehr, sehr unfertig und ja, so ein bisschen leer aus, wie man hier rechts schon sieht. Aber wenn wir genau hingucken, wir sehen hier schon das erste tatsächliche Feature von The Sims 5. Wir können nämlich Einzelteile von Objekten im Detail bearbeiten. Das schauen wir uns jetzt hier einfach mal kurz an. Genau, also zum einen wird hier aus dem Doppelbett ein Einzelbett. Hier jetzt weiter mit diesen neuen Einzelteilen vom Bett. Man sieht hier schon, man kann hier verschiedene Ausführungen wählen. Einmal mit diesem runden Bogen, einmal hier so ein bisschen gerade. Hier mit diesen zwei Elementen an der Seite. Man kann hier also wirklich sehr viel am Objekt an sich verändern. Man sieht es hier nochmal ganz schön, das ändert sich dann nur hier vorne. Und ich muss sagen, das war ja auch eine Sache, die ich mir tatsächlich für The Sims 5 gewünscht habe. Ist jetzt hier dazugekommen, finde ich tatsächlich sehr gut. Genau, wir gehen mal weiter. Hier links kann man tatsächlich jetzt nur noch ein bisschen schwer sagen. Also das ist natürlich die Auswahlfunktion. Hier kann man vorne zurück machen. Was auch immer das hier für ein Symbol ist, das hier reguliert die Kamera, ist derzeit ein bisschen schwierig zu sagen. Genau, hier sieht man dann noch so ein paar weitere Elemente. Also von der Benutzeroberfläche, es sieht sehr spannend aus. Und für The Sims 5, hiermit bestätigt, ist ein Farbrad tatsächlich. In The Sims 3, eines der Hauptfeatures, in The Sims 4 leider rausgeflogen, konnten wir nicht das Farbrad benutzen, aber in The Sims 5 wird es wieder möglich sein. Und wie man hier sieht, ja, es lässt sich hier ganz einfach, lassen sich hier die Farben einstellen und wir können hier auch verschiedene Muster auswählen. Genau, hier kommen dann nochmal die verschiedenen Versionen eines Objektes zum Tragen. Man sieht hier, wir können zum Beispiel auswählen bei diesem Sofa hier, können wir hier zwischen diesem einen Kissen, diesem großen Kissen wählen oder den drei kleineren. Es gibt hier also verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier alles anpassen können. Und auch sehr spannend, achtet mal hier auf dieses Muster. Es verschiebt sich nämlich dynamisch auf dem Sofa, also die Textur zieht sich da einmal so rüber. Eine Sache, die wir in The Sims 4 ebenfalls nicht machen können, ist, dass wir hier dem Sofa so kleine Kissen zuweisen können. Das wird hier jetzt in dem Fall auf das Sofa platziert. Man sieht es hier auch schon ganz gut, die Kissen bewegen sich dann tatsächlich auf der Oberfläche des Sofas hin und her. Und wie man sieht hier, Object Limit, habe ich mir gedacht, bezieht sich dann höchstwahrscheinlich auf das Sofa. Wir können also maximal 20 Kissen oder andere Deko-Objekte hier platzieren. Man sieht hier bei dem anderen Sofa, was da so möglich ist. Hier ist dann ein Kissen drauf und hier sieht es so aus, als wäre hier irgendwie so ein Stück Stoff oder so eine Decke hier auf dem Sofa, was ich tatsächlich sehr cool finde. Wir können scheinbar auch Objekte wirklich frei drehen. Das lässt sich dann ja hier mit diesem Rotationstool ganz gut machen.
Und irgendwie, es sieht hier auch so aus, als würde nicht nur sich das Objekt einfach so drehen, sondern man sieht, es versucht sich dann auch irgendwie hier passend auszurichten. Man sieht es tatsächlich ganz gut, wenn das Sofa hier so einmal rum, genau, einmal hier so rumgewurschtelt wird. Genau, es dreht sich hier irgendwie auch noch so nach rechts und nach hinten gleichzeitig. Also es wirkt hier sogar einigermaßen intelligent. Jetzt kommt tatsächlich eine weitere spannende Funktion ins Spiel. Wie man hier sieht, gibt es nämlich in dieser Szene verschiedene Mauszeiger. Das wird wohl auch ein Feature von The Sims 5 sein. Der Multiplayer, den sieht man hier schon. Es ist also nicht nur so, dass wir ganz normal im Live-Modus mit anderen Sims zusammenspielen können. Das ist jetzt natürlich noch nicht so richtig bestätigt, gehe ich aber mal stark von aus. Sondern wir können sogar im Multiplayer-Modus tatsächlich zusammen bauen. Das sehen wir tatsächlich gleich noch ein bisschen besser. Jetzt wird hier in diese Baumodus-Kategorie gegangen. Wir sehen auch schon, es gibt natürlich die altbekannten Kategorien, wie wir das auch schon in The Sims 4, The Sims 3 kennen. Mit The Sims 2 kam, glaube ich, diese Sortierung da so ein bisschen dazu. Die Suchleiste aus The Sims 4 ist ebenfalls wieder dabei. Tatsächlich, das sieht hier alles noch so ein bisschen unfertig aus. Ist ja auch logisch. Die Entwickler haben tatsächlich davon gesprochen, dass dieses The Sims 5 Spiel, wie wir es hier sehen, jetzt tatsächlich noch mehrere Jahre braucht. Das ist auch sehr wichtig zu erwähnen. Also mehrere Jahre bedeutet mindestens, Betonung liegt auf mindestens 2 Jahre, bekommen wir noch weitere The Sims 4 Inhalte. Können ja mal hier so ein bisschen durchgucken. Diese Sitzkissen finde ich sehr cool. Das hier hat auch ein ganz anderes Muster als dieses hier. Wir haben hier so ein Brot irgendwie. Also tatsächlich von den Deko-Objekten sieht es schon mal ganz gut aus. Das sind jetzt wahrscheinlich auch mehr oder weniger erst die ersten Objekte, die da so erstellt wurden. Deswegen sollten wir uns da jetzt natürlich noch nicht verrückt machen, wenn die Objekteauswahl hier ein bisschen mickrig aussieht. Das ist alles noch nicht fertig. Ich kann es nicht oft genug sagen. Jetzt gehen wir mal in die nächste Szene rein. Da haben wir auch was sehr Cooles gesehen. Wir können nämlich hier in The Sims 5 mehrere Objekte auswählen und dann in einer Art Gruppe speichern. Wir haben jetzt diese Objekte ausgewählt, Publishing Your Creation. Wir können in The Sims 4 ja schon einzelne Räume, einzelne Sims, einzelne Haushalte teilen, einzelne Grundstücke, aber in The Sims 5 wird es scheinbar dann möglich sein, auch, ja, sagen wir mal, Objektformationen genauso irgendwie an andere Spiele weiterzugeben, was ich auf jeden Fall hier sehr cool finde. Es wird hier ein Name und eine Beschreibung eingegeben. Und dann geht es auch schon weiter, genau. Mit wem soll das geteilt werden? Mit jedem oder nur mit mir? Genau, dann bekommen wir hier nochmal eine kleine Übersicht an allen Infos. Hier werden dann auch scheinbar selbstständig irgendwelche Tags ausgewählt, was ich sehr spannend finde. Und damit wurde es dann quasi in den Baumodus-Katalog und in die Bibliothek des Spielers hinzugefügt. Damit wären wir tatsächlich auch schon bei der letzten Szene, die gezeigt wurde. Man sieht hier nämlich, ja, quasi einmal The Sims 5 auf dem großen Bildschirm. Man hat auch die ganze Zeit gesehen, dass es ein PC war, weil derjenige, der damit spielt, quasi die Maus benutzt hat. Aber hier daneben dann ein Smartphone, wie man sieht. Und so funktioniert dann auch dieser Multiplayer-Modus. Man sieht, Person 1 stellt dieses Sofa ins Spiel rein. Das wird bei Person 2 direkt auf dem Bildschirm synchronisiert. Und damit hätten wir tatsächlich schon die ersten Eindrücke zu The Sims 5 durch. Was sind so meine Gedanken? Also ich muss sagen, der Baumodus sieht schon mal sehr stark aus. Wir haben ja wieder das großartige Feature des Farbtools wieder bekommen aus The Sims 3. Diesmal hoffentlich in nicht so ruckelig, wie es leider da der Fall war. Und auch sonst macht das alles einen sehr guten Eindruck. Die Entwickler haben ebenfalls gemeint, dass sie in so kleinen Gruppen quasi auch The Sims 5 zum Testen rausgeben werden. Da hoffe ich auch mal, dass ich da definitiv vielleicht so die erste Möglichkeit mal zum Spielen erhalten werde. Aber ich muss sagen, ich bin immer noch baff, dass die Entwickler das jetzt so dann doch in diesem Livestream geteilt haben. Auch wirklich mit ersten Ingame-Szenen fand ich sehr erstaunlich. Bei The Sims 4 war es ja so, dass wir so als die ersten wirklichen Elemente von The Sims 4 dann das Logo hatten und, glaube ich, so ein Bild, wo man alle Sims nur so die Augenpartie irgendwie sehen konnte.
Tim Guru Lindsay hat ebenfalls auch gemeint, dass die Entwickler noch nie so früh dann schon erste Szenen von dem jeweiligen neuen Sims-Teil geteilt haben, was ich wirklich sehr cool finde. Ich glaube, ihr seid auch ein bisschen hyped. Ich habe auf Twitter leider schon die ersten Leute gesehen, die so ein bisschen rumgemeckert haben, dass es irgendwie ein bisschen langweilig aussieht, dass es so ein bisschen aussieht wie Paralives, ein anderer Lebenssimulator, der von einer anderen kleinen Minifirma entwickelt wird. Ich kann es ehrlich gesagt wirklich nicht nachvollziehen. Ihr müsst euch vorstellen, wahrscheinlich sind die Entwickler gerade bei 15% vom Spiel. Die Grafik ist nicht fertig, die Benutzeroberfläche ist nicht fertig, die Tools sind nicht fertig. Da ist eigentlich nichts fertig. Die Entwickler haben hier wahrscheinlich ein paar erste Objekte erstellt. Das Grundgerüst, wirklich die Grundbasis steht schon. Man kann irgendwas ausführen, aber das ist noch lang nicht fertig. Ich hoffe einfach, dass wir in der nächsten Zeit vielleicht noch ein paar mehr Infos bekommen werden. Die Entwickler haben ebenfalls gemeint, dass sie da kontinuierlich uns irgendwie ein bisschen auf dem Laufenden halten. Der nächste Sims-Teil steht quasi schon vor der Tür. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die Entwickler dann den Ersteller einen Sim-Modus und dann natürlich auf jeden Fall den Live-Modus so vorstellen werden. Wahrscheinlich ist er auch noch gar nicht fertig oder noch nicht mal zeigbar, sage ich mal. Das wird sich dann auf jeden Fall noch klären, wie der aussieht. Aber ich denke, als ersten Eindruck haben wir jetzt tatsächlich wirklich viele Infos bekommen. Es war sehr cool. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Szenen denkt. Wie empfindet ihr die Sims 5? Wie fandet ihr die Ankündigung? Was ist euch vielleicht noch so in diesem Footage aufgefallen, was mir vielleicht nicht aufgefallen ist? Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall ins letzte News-Video vorbei. Da habe ich euch alle Infos zu die Sims 5 und zu den anderen großen Sims-Ankündigungen doch zusammengefasst. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.